Also herzlich willkommen zu unserem kleinen Gespräch hier zum Flip Classroom. Wir möchten gerne die Gelegenheit nutzen und das heute auch aufzeichnen, sodass auch im Nachgang noch mehrere Personen sich das hier ansehen können und dann auch natürlich gerne unterhalb des Videos nochmal Fragen zur Diskussion, Anregungen etc. stellen dürfen. Ich bin Julia Werner, ich bin Mitarbeiterin der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und habe jetzt fast 2,5 Jahre ein Projekt in Berlin begleitet, zusammen mit. Mein Name ist Christian Spannagel, ich bin Prorektor für Forschung, Medien und IT der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und ja, beschäftige mich schon länger mit Flipped Classroom. Genau, dieses Schulprojekt in Berlin untersuchte eben den Flipped Classroom, wobei wir hier schon nicht mehr an dem traditionellen nur festgehalten haben, sondern das Konzept ein bisschen geöffnet haben. Dazu werde ich im zweiten Teil noch Näheres erzählen. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit der Hochschule. Und ganz klassisch zum Einstieg erstmal die Frage, Christian, was ist eigentlich der Flipped Classroom? Okay, Flipped Classroom erklärt man am besten anhand der traditionellen Vorlesungen. Also die traditionelle Vorlesung ist ja so, Studierende kommen in die Hochschule, sitzen 90 Minuten im Hörsaal und sehen sich einen Dozentenvortrag an, um dann anschließend nach Hause zu gehen und dort Aufgaben zu lösen, Anwendungsaufgaben, sich weiter mit den Inhalten zu beschäftigen. Die traditionelle Vorlesung setzt also auf Einführung in ein Thema in der Präsenzphase und dann Nachbereitung. Flipped Classroom dreht das Ganze um, in dem Sinne, dass die Studierenden sich auf die Präsenzveranstaltung vorbereiten. Typischerweise mit Vorlesungsvideos. Das heißt, die Studenten schauen die Vorlesung zu Hause. Mit Video können dann den Professor stoppen, zurückspulen, nochmal starten, Pause machen, im eigenen Tempo durch die Vorlesung durcharbeiten, um dann nach der Vorbereitung in die Hochschule zu gehen und dort in der Präsenzphase mit den anderen zu üben, zu diskutieren, sich vertieft mit den Inhalten zu beschäftigen. Flipped Classroom setzt sozusagen auf die Vorbereitung. Und das Wichtige an Flipped Classroom ist, oder die Idee ist die Präsenz, das heißt, die Zeit der sozialen Zusammenkunft reichhaltiger zu gestalten. Warum kommen Menschen zusammen? Um miteinander in Interaktion zu geraten. Zusammenzukommen, um sich nebeneinander hinzusetzen und einen Vortrag zu hören, kann man zwar machen, aber es ist letzten Endes verschenkte soziale Interaktionszeit. Das wird im Flipped Classroom ermöglicht, dass man in der Präsenz miteinander in Interaktion gerät. Flipped Classroom könnte man vielleicht an der Stelle sagen, ist auch nicht Online-Lernen und nicht Video-Lernen, sondern das Wesentliche ist die Nutzung der Präsenz und das Auslagern von Vortragsteilen in die Vorbereitungszeit, um die Präsenz nutzen zu können. Man kann diese Vorbereitung auch mit anderen Materialien machen. Man muss keine Videos nehmen, man kann auch Texte nehmen, Aufgaben, alles, was geeignet ist, um in die Inhalte einzuführen. Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, was die Vorteile sind. Was war denn aber der ausschlagende Punkt für dich, warum du den Flipped Classroom dann tatsächlich in deiner Lehre eingesetzt hast? Ich wollte anfangs eigentlich was anderes machen. Ich habe anfangs eine Vorlesung gehalten und ein Kollege von mir, Michael Gieding, hat seine Vorlesung schon auf YouTube, auf Video aufgezeichnet und auf YouTube gestellt. Einfach dadurch, dass ein studentischer Mitarbeiter im Hörsaal eine Kamera gegeben hat und aufgezeichnet hat. Und mein erstes Ziel war, das genauso zu machen, um die Studierenden, die vormittags in der Vorlesung saßen und was nicht verstanden haben, zum Beispiel, denen nachmittags nochmal die Möglichkeit zu geben, nochmal in die Vorlesung reinzugucken. Oder wenn Studierende nicht kommen konnten, weil sie krank sind, Kinderbetreuung arbeiten mussten und so weiter. Es gibt ja zahlreiche Gründe, weshalb man nicht in einer Vorlesung ist. Und nachdem ich das ein Semester lang gemacht hatte, habe ich mir überlegt, okay, jetzt steht ja die ganze Vorlesung online, jetzt muss ich sie eigentlich nicht mehr halten, sondern jeder kann ja dieselbe Vorlesung zu beliebigen Zeiten an beliebigen Orten anschauen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die Präsenzzeit anders zu nutzen. Du machst es hauptsächlich in den Vorlesungen. Würdest du sagen, das ist in Seminaren auch anwendbar? Und was wären da so die ersten Schritte? Es ist immer dann anwendbar, wenn ich in einen Inhalt per Vortrag beispielsweise in der Präsenzphase einführe. Das hat man ja häufiger auch in Seminaren. Wenn Studierende beispielsweise Vortragsseminare halten sollen, ja, es ist ja auch ein typisches Szenario. Studenten kriegen Themen ausgeteilt, kommen ins Seminar, müssen einen Vortrag halten. Das heißt, jeder Student arbeitet sich intensiv in sein Thema ein und lässt die anderen so ein bisschen über sich ergehen.
und kriegt letztendlich viel mit nur von seinem eigenen Thema. Eine Möglichkeit wäre, wenn man so ein studentisches Seminar hält, dass die Studenten ihren Vortrag auch auf Video aufzeichnen und den anderen zur Verfügung stellen. Und eine der weiteren Aufgaben, die Studierende dann machen müssen, ist, die Präsenzphase zu gestalten, und zwar interaktiv zu gestalten, also Diskussionsrunden anzuregen, Aufgaben mitzubringen, die Studierenden dann beispielsweise in Gruppenarbeit oder Partnerarbeit lösen müssen, um dann anschließend wieder in der Gesamtgruppe über die Ergebnisse zu diskutieren. Und ich denke, das bietet sich gerade in den Lehramtsstudiengängen an, wo es ja auch darum geht, Interaktion im Klassenraum gestalten zu können. Und da kann man doch Seminare sehr schön für nutzen. Mhm. Nun hast du das ja jetzt schon einige Semester durchgeführt und hast es auch mehrere Male von Studierenden in Abschlussarbeiten wissenschaftlich beforschen lassen. Was sind denn da so die größten Erkenntnisse gewesen? Mhm. Und könntest du rückblickend auch basierend auf diesen Daten sagen, dass die Flip-Classroom-Methode von allen Qualifikationsstufen angenommen worden ist oder wie sie von Studierenden insgesamt angenommen wird? Ja, genau. Es ist unser Hauptziel, zunächst mal rauszukriegen, wie wirkt eigentlich diese Methode auf die Teilnehmer. Und da haben wir mehrere Masterarbeiten und andere Arbeiten durchgeführt. Und eine Erkenntnis ist, die Studierenden finden die Methode prinzipiell gut. Aus anderen Gründen, als weswegen ich sie durchführe. Also Studenten sagen, die Methode ist super, weil ich kann vor Prüfungen noch meine Videos reinschauen. Okay, das ist natürlich auch ein Vorteil, den habe ich jetzt nicht intendiert. Sie finden gut, dass sie in Ruhe die Vorlesung anschauen können. Gerade in Mathematik, in meinem Fach ist es so, dass man in den Vorlesungen, in den Präsenzveranstaltungen oftmals nicht mitkommt. Mhm. Jetzt kann ich mich im eigenen Tempo durch die Vorlesung durcharbeiten. Das wird als positiv beurteilt. Eigentlich alles positiv, nur ein Kritikpunkt wird immer wieder genannt, das ist mehr Arbeit zu Hause als in der traditionellen Vorlesung. Da würde ich sagen, das ist kein Nachteil, sondern das ist ein Vorteil. Typischerweise investieren die Studierenden gemäß der Leistungspunkte, die vorgesehen sind für die Selbstlernzeit im Modulhandbuch, nicht jede Woche regelmäßig ausreichend Zeit in der traditionellen Vorlesung und dann ballt sich alles am Ende vor der Prüfung. Mit der Methode Flip Classroom gestalte ich letztendlich die Selbstlernzeit für die Studierenden zu Hause. Gebe ihnen eine Unterstützung, was könnt ihr eigentlich zu Hause tun, sodass subjektiv wahrgenommen für die Studierenden die Selbstlernzeit zu Hause steigt. Aus meiner Sicht fülle ich die vorgesehene Selbstlernzeit genau mit Aktivitäten so, dass die Studierenden wahrscheinlicher kontinuierlich über das gesamte Semester lernen. Mhm. Alle Qualifikationsstufen, ich habe es im Wesentlichen in den ersten Semestern eingesetzt bislang. Ich habe es noch nicht in Masterveranstaltungen oder Ähnlichem gemacht. Da ist es prinzipiell auch denkbar, wobei man dazu sagen muss, dass die Inhalte auch bestimmen, ob ich diese Methode durchführen kann oder nicht. In höheren Semestern ist es ja oftmals so, dass ich in den Veranstaltungen ständig wechselnde Themen habe. Das heißt, wenn ich jetzt nächstes Jahr nicht wieder dieselbe Vorlesung halten kann wie dieses Jahr, weil in diesem Jahr in der Forschung einfach unglaublich viel passiert, dann werde ich keine Videos aufzeichnen. Das ist einfach zu viel Aufwand. Da muss ich vielleicht andere Methoden wählen. Und es ist auch zu sagen, ich würde nicht sagen, dass es die bessere oder die beste Methode ist, sondern das ist eine weitere Methode, für die man sich entscheiden kann, wenn man sich überlegt, welche Methode verwende ich denn in meiner Veranstaltung. Und das Ziel kann auch nicht sein, dass man in allen Veranstaltungen diese Methode einsetzt, sondern dass man in den Hochschulveranstaltungen unterschiedliche Methoden einsetzt, damit Studierende auch Methodenvielfalt kennenlernen, insbesondere auch wichtige im Lehramtsstudium. Mhm. Bislang ist es ja so, es gibt eher eine Monokultur bei Methoden. Also es gibt die Vorlesung, die läuft immer gleich ab, und es gibt die Seminare, die laufen immer gleich ab, übertrieben gesprochen. Ja. Und da kann Flip Classroom eine schöne Alternative sein, sodass man auch mal andere Methoden in der Hochschule kennenlernt. Mhm. Da vielleicht gleich anknüpfend, wie hat sich denn deine Flip Classroom-Methode oder der Einsatz der Methode bei dir über die Semester oder Jahre hinweg jetzt verändert? Also ich habe am Anfang alle Fehler gemacht, die man machen kann. Also ein typischer Fehler ist am Anfang der zweiten Vorlesung, also in der ersten Vorlesung führt man ein bisschen ins Konzept ein und so, und dann müssen die Studenten sich vorbereiten, in der zweiten Vorlesung in den Hörsaal zu kommen und was zu wiederholen oder zusammenzufassen. Wenn ich das mache, funktioniert das Konzept nicht, weil die Studierenden wissen, es wird zusammengefasst, ich muss mich nicht vorbereiten. Zweiter Fehler, den man machen kann, ist ein bisschen subtiler, da kommt man nicht leicht drauf, in der zweiten Vorlesung in den Hörsaal zu kommen und zu fragen, wer hat alles die Videos geschaut, weil man ist interessiert dran, hat es geklappt oder nicht. Dann meldet sich nur die Hälfte der Studierenden, weil ein Teil hat es nicht geschaut und ein anderer Teil traut sich nicht zu melden, weil sie denken, sie kommen gleich dran und werden befragt oder sowas. Auch das nicht fragen, sondern wirklich selbstbewusst die Methode einsetzen und davon ausgehen, dass vorbereitet wurde und dann mit bestimmten Methoden
in der zweiten Vorlesung tatsächlich das auch forcieren. Also ich beginne in der Vorlesung in der Regel mit einer Fragerunde. Das heißt, ich komme in der zweiten Stunde rein und lasse die Studierenden erstmal ihre Unterlagen rausholen und schauen, womit sie sich vorbereitet haben. Einfach das Ganze nochmal in ihren Vorstellungen zu aktualisieren. Das gibt mir 5 Minuten Zeit, rumzulaufen und zu schauen, wer nichts vor sich liegen hat. Mit den Leuten führe ich ein Zweiergespräch, dass sie heute mit der Veranstaltung nichts anfangen können. Wenn sie sich nicht vorbereitet haben, werden sie gleich sehen, also beim nächsten Mal vorbereiten. Und anschließend, wenn ich rumgelaufen bin, sammeln wir die Fragen an der Tafel, priorisieren sie und beantworten sie gemeinsam. Und die, die sich nicht vorbereitet haben, stellen sofort fest, dass sie weder die Fragen verstehen, noch sich an den Beantwortungen beteiligen können oder so, sondern und sie merken, dass ich es ernst meine. Das heißt, man muss wirklich mit großem Selbstbewusstsein und mit Konsequenz diese Methode durchführen. Außerdem hat sich verändert, ich habe am Anfang sehr stark klassische Vorlesungsvideos eingesetzt. Ich und auch viele andere machen die Erfahrung, dass das ein ganz guter Einstieg ist, erstmal die Vorlesung auszulagern und dann zu versuchen, die 90 Minuten studierendenzentriert zu gestalten. Wenn man das eine Zeit lang durchführt, merkt man, man erklärt eigentlich noch zu viel vorher. Das heißt, vieles von dem, was man erklärt, könnten die Studierenden auch durch geeignete Aufgaben selbst herausfinden. Das heißt, ich bin auch ein bisschen geschiftet von Erklärvideos hin zu einem aufgabenbasierten Flipped Classroom, wo die Aufgabe, die vorbereitende Aufgabe im Mittelpunkt steht. Und dann ist es oftmals so, dass die Studenten Aufgaben kriegen oder steht dann dabei, wenn du diese Aufgabe lösen willst und weißt nicht genau wie, hast du dieses Video zur Verfügung als Informationsmaterial, also das Video eher so als beigefügtes Informationswerk. Oder ich gebe Videos zur Verfügung, in denen ich in einer Aufgabe einführe und einen Impuls gebe, ein Impulsvideo, was aber keine Aufgabe löst oder so, sondern in dem Video gibt es dann letzten Endes einen Arbeitsauftrag, was jetzt weiter zu tun ist für die Studierenden. Mhm. Und dann gibt es ein ganzes Set an Aufgaben und das sind die Aufgaben, mit denen man sich vorbereitet. Und idealerweise ist es so, dass die Studierenden sich mit Aufgaben vorbereiten, dann in die Vorlesung kommen, dann besprechen wir Fragen zu den Aufgaben, zu den vorbereiteten Materialien und dann, wenn wir damit fertig sind, habe ich noch andere Diskussionspunkte mit dabei, weitere Aufgaben, die wir gemeinsam lösen können. Ich spiele Spiele mit den Studierenden im Hörsaal und so weiter. Mhm. Da waren jetzt auch einige Tipps schon dabei für Lehrende, die mit der Methode beginnen möchten, auf was man achten sollte. Was wären denn sonst noch so erste Tipps für den Start? Gibt es da zum Beispiel auch eine maximale Gruppengröße, mit der das funktioniert? Was würdest du da empfehlen? Also es gibt ganz sicher eine maximale Gruppengröße und die hängt ein Stück weit ab von der Interaktion im Hörsaal. Mit 1000 Leuten im Hörsaal kann ich nicht interagieren. Das funktioniert nicht. Ja? 250 geht ganz gut, aber alles ab 400, 500 oder so wird zu groß. Man kann sich auch fragen, was macht das überhaupt für einen Sinn, so große Gruppen in einen Raum zusammenzupferchen? Ja, das ist keine echte Lernsituation. Oftmals ist es Vorlesungen, in großen Vorlesungen an Universitäten auch so, dass jetzt zur Zeit, wenn die Gruppe zu groß für den Raum ist, dann wird in 2, 3 Räumen werden die Gruppen verteilt und dann hält jemand den Vortrag und verteilt das Video synchron auf die anderen Räume. Und in den anderen Räumen ist jeweils ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der aufpasst, dass es ruhig ist. Das ist kein gutes Szenario. Wenn ich schon das Personal habe und die Räume zur Verfügung, dann doch bitte die Videos aufzeichnen und zur Vorbereitung geben. Und dann kann ich mit den geteilten Gruppen, die jeweils um ein Drittel so groß sind oder so, und mit dem Personal entsprechend die interaktiven Elemente durchführen. Also das zur Gruppengröße. Weitere Einstiegstipps sind, viele haben Angst, dass Videoproduktion aufwendig ist. Also dass, oh Gott, Videos, wenn ich die produziere, dann muss ich doch ganz viel Zeit investieren, die habe ich nicht. Es gibt Methoden, wo man 0 Minuten Zeit investieren muss, nämlich beispielsweise, ich halte ein Semester lang meine Vorlesung und lasse sie aufzeichnen. Damit habe ich 0 Minuten Vorbereitungsaufwand oder Nachbereitungsaufwand oder so, sondern es wird einfach aufgezeichnet und hochgeladen, fertig. Ich darf natürlich keinen Perfektionismus an den Tag legen, also Räusperer rausschneiden oder so, das sollte man vergessen, weil dann wird es aufwendig. Also es geht ganz einfach Low-Cost-Production sozusagen. Und nach oben hin ist es natürlich beliebig perfektionierbar. Also ich kann auch die Sachen im Studio wie hier aufzeichnen, dann ist es natürlich Zusatzaufwand. Aber es ist nicht notwendigerweise ein Zusatzaufwand. Einige haben Bedenken, in den Videos zu sehen zu sein. Ich möchte nicht in Videos gesehen werden. Auch das ist kein Problem, denn ich kann Videos auch produzieren, ohne dass man den Dozenten sieht. Also beispielsweise, wenn ich einen PowerPoint-Vortrag halte, einfach den Bildschirm aufnehmen und dann sieht man die Person nicht. Einige haben Bedenken,
dass sie von Kollegen und Kolleginnen im Netz gesehen werden könnten. Und wenn ich da einen Fehler gemacht habe, dann ist meine wissenschaftliche Reputation dahin. Ja? Also da kann man sagen, also entweder man entwickelt die lockere Haltung, die Kollegen schauen sich schon nicht an, weil da hat auch keiner Zeit von denen. Oder man stellt sie nicht ins Internet. Man kann sie ja auch ins Intranet stellen, auf der Lernplattform für eine geschlossene Benutzergruppe zur Verfügung stellen. Dann hat man dieses Problem auch ein bisschen gedämpft. Also ich würde sagen, mit Experimentierfreude und dem notwendigen Pragmatismus rangehen, einfach mal ausprobieren und dann wächst man auch über Jahre in das Konzept hinein. Am Anfang hat man wenig Videos, die sammeln sich. Ich habe jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 300 Videos und da wähle ich mir dann flexibel die aus, die ich gerade für die nächste Woche brauche. Und wenn man mal so weit ist, ist man relativ entspannt. Bis dahin sollte man sich Zeit lassen. Also nicht erwarten, dass man in einem Semester schon alle Materialien hat, sondern das kann auch über mehrere Semester hin dauern. Mhm. Okay, jetzt haben wir genug über die Hochschule gesprochen, Jula, würde ich sagen, oder? Genau. Ja. Du hast ja das Projekt Flip Your Class wissenschaftlich begleitet, das von der Bertelsmann Stiftung gefördert wurde, gemeinsam auch mit der Firma Sofa Tutor, die auch mit dem Projekt beteiligt war, und uns an der PH Heidelberg. Mhm. Wie ist das Projekt so verlaufen? Was ist denn da passiert? Was hast du da gemacht? Genau, also wir hatten drei Startschulen. Das war ein Gymnasium, eine Grundschule und eine reformpädagogische Schule in Berlin. Und mit den Lehrern habe ich ganz eng zusammengearbeitet und habe nach dem Design-Based Research-Ansatz mit ihnen den Unterricht vorbesprochen, haben überlegt, was kann man machen, was muss vorbereitet werden, wie sollte das Ganze ablaufen. Ich bin dann mit in den Unterricht gekommen, habe zugesehen, wie die Stunden abgelaufen sind, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Bin danach mit den Lehrern wieder in ein Gespräch gegangen und wir haben evaluiert, haben dabei auch die Schüler befragt und geschaut, was könnte man in der nächsten Runde besser machen, und haben da so in iterativen Zyklen gearbeitet, um eben für die Lehrer und auch für ihre Klassen immer das Konzept ein Stück weiterzuentwickeln. Ich habe eingangs schon gesagt, wir haben von Anfang an versucht, es nicht nur ganz beim klassischen, traditionellen Flip Classroom, den du vorhin beschrieben hast, zu belassen, sondern wir haben gesagt, wir müssen es tatsächlich den Klassen anpassen, den Zielen, den Inhalten und das Ganze ein bisschen öffnen und vielleicht eher als einen Startpunkt sehen, methodisch weiter sich zu entwickeln und den Unterricht weiterzuentwickeln. Du hast gerade selbst gesagt, du hast geschaut, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ja. Was sind denn deiner Meinung nach Gelingensbedingungen für die Methode oder damit verwandte Methoden im Unterricht? Also was sich ganz, ganz früh gezeigt hat, war, wie wichtig es ist, in die Methode einzuführen und auch in das einmal Arbeiten mit Videos oder eben auch mit dem Arbeiten mit Instruktionalmaterial. Also es muss ja, wie gesagt, nicht immer Video sein, aber ganz besonders beim Video ist es eben aufgefallen und da auch insbesondere bei den Jüngeren und auch leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern, dass man da wirklich gut 2 bis 3 Wochen investieren sollte, um die Schüler heranzuführen, wie man tatsächlich so ein Video ansieht. Also, dass man das durchaus sich 2-mal anschauen kann, dass man das pausieren kann, dass es nicht verkehrt ist, zwischenzeitlich sich auch eigene Notizen zu machen, dass man anregt mit Rückfragen oder mit Verständnisfragen oder sie ihnen ein freies Feld lässt bei einem begleitenden Aufgabenblatt, wo sie selbst sich nochmal überlegen sollten, welche Fragen habe ich denn eigentlich an die Inhalte oder an die Aufgabenstellung, die da präsentiert worden ist, je nachdem, wie der Kontext ist. Also dieses Einarbeiten in die Methode, das war wirklich eine der Knackpunkte, die auch von anderen Lehrern aus Deutschland, die den Flip Classroom einsetzen, immer wieder berichtet werden. Dann kommen wir noch zu einem technischen Aspekt. Es gibt ja nicht nur den rein klassischen Flip Classroom, sondern es wird jetzt vermehrt auch in Flipped Classroom praktiziert. Das heißt, dort werden Videos oder Materialien eingesetzt für eine Gruppe von Schülern, die dann unabhängig von der Lehrkraft sich mit dem Material auseinandersetzen. Und in der Zeit hat der Lehrer oder die Lehrerin Zeit, mit einer anderen Schülergruppe intensiv an einer Fragestellung, einem Problem oder an einer Aufgabe zu arbeiten. Dafür ist es aber natürlich dann wichtig, dass die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Und da hatten wir auch von Anfang an im Projekt erstmal die Herausforderung, dass die technische Infrastruktur gesetzt ist. Also dass wirklich das WLAN läuft, weil das dann doch auch zu Frustration geführt hat am Anfang. Du hast gerade gesagt oder schon angedeutet, wie sich der Unterricht in der Schule dann ändern kann, beispielsweise durch In-Flip-Methoden. Mhm.
Wie kann sich der Unterricht dann ändern? Oder welche Konsequenzen hat das für den Unterricht, wenn man jetzt Flipped Classroom traditionell einsetzt, also die Schüler zu Hause mit Videos vorbereiten lässt? Ja, also ganz klassisch sollte man oder wird empfohlen, dass man erstmal nicht mehr wieder alles wiederholt, sondern tatsächlich dann die Schüler in Aktion bringt. Also vielleicht anfangs nochmal kurz bespricht, ob es Rückfragen gab. Sollten dann tatsächlich Kandidaten dabei sein, die es sich nicht angeschaut haben, die mit Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen zusammensetzen und dann so ein bisschen ein Peer-Gespräch eröffnen, also dass die anderen Schüler ihnen das nochmal kurz erklären oder sie ihnen Rückfragen stellen dürfen zu einem Thema und dann tatsächlich ins praktische Arbeiten gehen, üben, in den Naturwissenschaften experimentieren. Also wirklich in Partnergruppenarbeit auch in Interaktion miteinander treten. In welchen Fächern ist das eigentlich geeignet? Du hast gerade Naturwissenschaften angesprochen. Genau, also bei uns im Projekt waren tatsächlich Mathematik und die Naturwissenschaften und da vor allen Dingen Chemie ganz stark vertreten. Wir haben aber auch zwei Lehrerinnen, die es im Fremdsprachenbereich benutzt haben, in Englisch und Spanisch, die auch berichtet haben, Mensch, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass unsere Schüler tatsächlich sprechen. Also das ist ja das Eigentliche. Die Lehrer, die können die Sprache schon. Und im klassischen Unterricht ist es oft so, dass man nicht genügend Zeit hat, die Schüler tatsächlich in einen aktiven Prozess zu bringen, wo sie mal die Sprache auch anwenden müssen. Und dafür ist jetzt einfach viel mehr Zeit. Okay, jetzt waren wir bei den Fächern. In welchen Klassenstufen, ab welchem Alter ist es denn geeignet, mit Videos zu arbeiten? Genau, also ich habe ja eben schon angedeutet, dass umso jünger, umso mehr Anleitung es bedarf. Wir haben es bei uns im Projekt dann tatsächlich so gehandhabt, dass die Grundschulklassen, und das ist ja in Berlin, ist es bis zur 6. Klasse Grundschule, also die 5. und 6. hauptsächlich mit Videos im Unterricht gearbeitet haben und bei denen tatsächlich der Fokus darauf lag, sie an das Lernen mit Videos heranzuführen. Und auch an die eigene Videoproduktion, also mit denen wurde in einem Projekt in Englisch auch ganz gezielt geübt, wie kann ich denn so ein Video tatsächlich erstellen. Also da ist so ein bisschen ja, die Hintergründe herangeführt worden. Ansonsten haben wir tatsächlich auch festgestellt, so 7., 8., 9., die haben teilweise noch nicht so die Seriosität hinter diesen Videos gesehen. Also die haben das oft so ein bisschen als eine kurze Freizeitphase genutzt, um sich mal ein bisschen jetzt zurückzulehnen, das Video anzugucken und mit ihren Klassenkameraden zusammenzusitzen. Der wirkliche, tatsächliche Mehrgewinn und wo man gesehen hat, die haben es gegriffen und haben das für sich erkannt und genutzt, war so im späteren Schuljahresverlauf der Jahrgangsstufe 8 und dann aufwärts. Also da, die haben das relativ gut dann für sich auch entdeckt, dass das ihren Lernprozess und ihr Lernen selbst auch bereichert. Beispielsweise sind hier Schüler, die eher im mittleren Bereich einzuordnen waren, sind regelrecht aufgeblüht, weil die dieses selbstständige Arbeiten auf einmal total genossen haben. Du hast jetzt auch angesprochen, Schüler im mittleren Bereich, wir haben ja immer mit Heterogenität in Klassen zu tun. Welche Möglichkeiten für die individuelle Förderung gibt es denn? Genau, also erstmal, was man auch schon klassisch in Settings wie Lernbüros schon seit Jahrzehnten praktiziert, dass man Aufgaben mit verschiedenen Niveaustufen anbietet. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und dann die leistungsstarken Schüler, wenn die schon fertig sind und durch sind, gibt es manche Lehrer, die richten dann hinten so eine Art Büro ein. Das heißt, die Schüler setzen sich dann im hinteren Bereich des Klassenzimmers und erwarten Kundschaft. Das heißt, da können dann tatsächlich Schüler, die Schwierigkeiten haben mit den Aufgaben, zu ihren Klassenkameraden nach hinten gehen und mit denen nochmal die Aufgaben durchgehen. Dadurch haben die leistungsstärkeren Schüler nochmal die Möglichkeit, die Aufgabe in ihren eigenen Worten nochmal jemand anders zu erklären, also arbeiten das nochmal ganz anders auf. Und für die leistungsschwächeren Schüler ist es ganz gut, weil sie mal jemanden haben, der es anders erklärt, also aus einer Schülerperspektive und nicht aus der Lehrerperspektive unbedingt. Ja. Jetzt können Lehrer auch Videos selbst produzieren oder vorhandene Videos nutzen, die es im Internet gibt, Open Educational Resources. Welche Erfahrungen gibt es denn da in dem Projekt? Und vielleicht kann ich dann anschließend auch was zur Hochschule sagen. Ja? Genau, also bei uns im Projekt war es tatsächlich so, dass ungefähr 3/4 sofort angefangen haben mit Fremdvideos. Das ist natürlich am Anfang auch eine Erleichterung, weil das zumindest mal die Produktionsphase wegnimmt. Unsere Lehrer haben dann eben das Angebot von SofaTutor genutzt.
Bis auf Mathematik hat es auch ganz gut geklappt. Mhm. Warum war Mathematik ein Sonderfall? Weil man doch immer mal wieder andere Bezeichnungen benutzt, als in den Videos ist. Und gerade bei den jüngeren Klassenstufen hat das zu wahnsinnigen Verwirrungen geführt. Also die haben dann gesagt, jetzt komme ich gar nicht mehr mit, was ist denn da los? Und die haben dann tatsächlich angefangen, entweder noch mehr im ORR-Bereich zu suchen nach Videos, was offen war, also haben dann den Pool erweitert oder sind dann tatsächlich ins eigene Produzieren gegangen. Mhm. Ja, in der Hochschule habe ich auch schon mal die Erfahrung gemacht, ich habe versucht, Fremdvideos einzusetzen in der theoretischen Informatik, weil ich dachte, hey, theoretische Informatik, kann es unendlich viele Videos geben. Das war aber gar nicht so einfach, wirklich geeignete Videos zu finden, weil jedes Video ja ein gewisses Vorwissen voraussetzt. Das heißt, ich konnte bestimmte Videos nicht einsetzen, bestimmt haben andere Bezeichnungen verwendet oder haben dann doch einen anderen Fokus gehabt. Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, die Zeit, die ich brauche, um ein geeignetes Video zu finden, ist ja mitunter sehr lang. Also ich muss ein Video anschauen und nach 15 Minuten merke ich, ah nee, doch nicht und so. Und dann schaue ich mir das nächste Video an und so. Die Zeit, die ich brauche, ein Video zu finden, was einigermaßen passt, ist so lange, dass es schneller geht, ein Video zu produzieren, das genau passt. Und deswegen bin ich in der Mitte vom Semester auch wieder zu eigens produzierten Videos übergegangen, was aber nicht bedeutet, dass das nicht möglich ist, dass man auch Fremdvideos einsetzt. Also Dozenten, nicht jeder Dozent schreibt ein eigenes Lehrbuch, man verwendet ja auch Lehrbücher, die andere geschrieben haben und die passen auch nicht immer hundertprozentig, da verwendet man dann Teile draußen so. Und genauso kann man auch mit Videos umgehen. Also wenn man mal ein Repository gefunden hat von Videos, wo man sagt, da passen 80% zu meiner Veranstaltung, warum dann nicht die 80% nehmen und die restlichen 20% irgendwie anders ergänzen? Okay, jetzt haben wir, ja, willst du was sagen? Nee, ich wollte gerade das auch aufgreifen und sagen, Mensch, jetzt haben wir uns schon ausgetauscht. Ich bin mir sicher, unser Publikum hat gleich auch noch Fragen. Und da würde ich aber sagen, gehen wir dann gleich raus, schnabulieren was und eröffnen die Diskussionsrunde. Und ich würde einladen, ganz herzlich für zukünftige Brownbags, dass man dann ja, mal auf der HSE-Webseite schaut, wann die nächsten Termine sind und dann das nächste Mal ja, vor Ort kommt, um auch in die Diskussion mit einsteigen zu können. Okay, ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, danke auch. Okay.